So, liebe Freunde, da sind wir zum nächsten Ziel und schauen mal, ob wir wieder aufs Maul bekommen. So, was haben wir hier aufgemacht? Hanged Executioner. Sehr gute Karte. 3 Mana würde man bezahlen für 2 1-1er, die fliegen. Nur, dass man hier noch einen für 4 Mana opfern kann von den beiden, um eine Kreatur vom Gegner ins Exil zu schicken. Ist also sehr cool. Relativ stark. Würde ich gerne spielen, wenn es geht. Passt auch zusammen mit unserer anderen weißen Rare, Zephara. Skiesblade war auch schon im letzten Ziel da. Konnte ich da nicht spielen, beziehungsweise wollte ich da nicht spielen, weil mein Weiß nicht deep genug war. Also nicht genug spielbare Karten hatte. Golos Talus Pilgrim. Den mag ich sehr gerne für Commander oder sowas. Wäre mir der sehr cool vorgekommen. Im Limited können wir eigentlich die zweite Fähigkeit von ihm komplett ignorieren, weil 5 Farben spielen, ja, das kriegt man eigentlich nicht hin. Und das sollte man auch nicht versuchen, in der Regel hinzubekommen, nur wegen einer Karte, die man spielt. Das Gute an ihm ist natürlich, man kann ihn einfach so für 5 Mana spielen. Ist völlig egal, ob man 5 Farben hat oder nicht. Und dann rampt er ein. Ja, holt einem noch ein Land raus. Tut es aufs Battlefield. Also ein 5-Mana, 3-5er Rampar. Ist eine, ja, ziemlich durchschnittliche Karte, würde ich sagen. Also, auch wenn hier Rare draufsteht und auch wenn hier eine weitere Fähigkeit draufsteht, haben wir ihn anzusehen als 5 Mana, 3, 5, such dir ein Land raus. Das ist eine durchschnittliche Karte, würde ich jetzt mal behaupten, von meiner Erfahrung her gesprochen. Bag of Holding hatten wir auch im letzten Sealed. Und ja, wir haben jetzt nicht so viel von der Karte gesehen, aber sie schien mir auf jeden Fall ganz brauchbar zu sein. Würde ich auch wahrscheinlich nochmal probieren. Field of the Dead. Okay. Ja, das ist auch nichts für uns. Das kriegen wir nicht auf die Reihe, dass wir 7 Länder mit verschiedenen Namen kontrollieren. Das bekommen wir mit Sicherheit nicht auf die Reihe. Also Field of the Dead können wir auch mal ignorieren. Golos ist ziemlich durchschnittlich. Bag of Holding ist wahrscheinlich halt, ja, brauchbar im Late Game. Zephara ist gut, Hanged Executioner ist ziemlich gut. Und Steel Overseer ist ein, ja, sieht erstmal aus wie ein Artifact Build Around, aber da die Fähigkeit ja besagt, on each Artifact Creature you control, pumpt er sich auch selber auf. Und das ohne Mana-Investition. Das heißt, wenn man einmal mit ihnen enttappt, kann man ihn schon 2-2er machen. Das wäre 2 Mana für einen 2-2er dann. Mit ein bisschen, ja, der ein bisschen Zeit dafür braucht. Das wäre nicht so gut, aber dann wird er zum 3-3er. Dann wird er zum 4-4er. Dann wird er zum 5-5er. Also ziemlich stark. Etwas langsam, aber stark. Einfach weil, wie gesagt, keine Mana-Investition vorhanden ist. Einfach nur tappen. Das ist ganz gut. So, wir haben jetzt hier den Auftrag, weiter durchzugucken. Loyal Pegasus hatten wir auch im letzten Sealed. Ja, einem aggressiven Deck. Und oder einem Fliegerdeck vielleicht brauchbar. Soulmander ziemlich unspielbar in meinen Augen. Es sieht sogar fast so aus auf den ersten Blick, als würde es in Schwarz und Weiß Life-Gain-Synergien geben. Daybreak Chaplain zum Beispiel hat auch Lifelink. Aber es gibt, glaube ich, nur 3 Payoffs oder so. Also es gibt doch relativ wenig Grund, eine ansonsten unspielbare Karte in den Deck zu machen. Also würde ich generell von abraten, ein Mana 1-1er zu spielen. Also eine Karte, die einfach sagen würde, am Anfang von deinem Zug kriegst du ein Leben dazu.
Wäre nicht gut. Ja. So, und so muss man das betrachten. Ist einfach keine ganze Karte wert. Ein 2-Mana 2-2er bringt einem häufig mehr, weil der angreifen und blocken kann. Und ja, ich sag mal, einen Angreifer wegblocken oder den Gegner angreifen, kann man ja auch als Life-Gain bzw. Life-Loss betrachten. Von daher, ja, sieht er manchmal vielleicht besser aus, als er tatsächlich ist, was eben daran liegt, dass diese Statuswerte von 1-1 einfach überhaupt keinen Impact haben. Der macht nichts aus. Ja, Daybreak Chaplain ist okay. Devoted Crease ist eine super Sideboard-Karte, aber wir haben kein Sideboard. Fencing Ace ist, wie gesagt, wenn man ihn irgendwie pumpen kann, ziemlich gut. Mit Equipment oder so ist er gut. Mount of Heroism ist ein ganz anständiger Trick, weil man halt noch Lifelink bekommt. Raise the Alarm mag ich ziemlich gerne. Battalion Foot Soldier, sehr, sehr schade, wir haben nur einen. Wenn wir drei hätten, würde ich sagen, hey, geil, richtig gut. Hanged Executioner, habe ich ja eben schon drüber geredet. Der ist auch splashbar, deswegen hole ich mir den mal direkt rüber hier. Aber wenn wir ansonsten mal auslegen, was ich vielleicht von Weiß spielen würde, dann wäre das hier doch ziemlich, sieht das hier doch ziemlich mau aus. Sieben spielbare Karten ist nicht wirklich genug. Ja, das sieht mir nicht so aus, als könnten wir dieses Mal Weiß spielen. Nehme ich die mal lieber wieder raus. Aber wie gesagt, Hanged Executioner ist gut, ist splashbar. Cloud King Seer ist super. Ist eine Karte, die mich direkt in Blau zieht. Und ist nur eine Common, aber ist so gut. Ja. Wow, exzellent. 3 Mana, 2-1 ziehe eine Karte. Es wäre sogar ohne Fliegen schon gut. Und so ist es einfach nur was. Super gut. Hat auch noch Elemental-Synergien. Einfach nur fantastisch. Ja, Frostlings ganz anständig. Eher eine aggressive als eine defensive Karte. Wenn ich defensiv spiele, würde ich fast sogar lieber Maw Piranhas spielen. Die scheinen mir ganz gut zu sein. Einfach gute Statuswerte. Ist eine Karte, die sehr gerne herumsitzt und blockt den Gegner wahrscheinlich längere Zeit davon abhält, anzugreifen. Und wenn ja, dann kann er halt in der Regel nur mit seinen 3-Drops angreifen und ist dann etwas ungünstig. Ist dann etwas unglücklich, weil er einen ungünstigen Trade gemacht hat. Ansem ist auch solide spielbar. Also, ja, Blau hat schon mal auf jeden Fall ein paar gute spielbare Karten. Sage's Row Denizen mag ich nicht. Dennis, wie ich ihn nenne. Das Problem bei Dennis ist, dass also die Klausel relativ, also nicht so häufig vorkommt, dass du mit ihm alleine es schaffst, den Gegner zu millen. Es gibt nicht viele andere Karten, die millen. Und es gibt sogar viele Decks, denen du damit hilfst. Also ich denke mal, die meisten schwarzen Decks profitieren eher davon. Von daher würde ich generell von Dennis abraten, es sei denn, du brauchst noch einen 3-Mana 2-3er. Winged Words, ja, auch cool. Divination, aber kann noch ein bisschen besser werden. Zwei Karten ziehen für 2 Mana ist super. Zwei Karten ziehen für 3 Mana ist solide. Von daher ganz nice. Ja, Boreal Elemental, Octoprophet. Boreal Elemental ist auch ziemlich gut in meinen Augen. Also, wir haben hier einfach solide blaue Kreaturen und dann noch Card Draw. Relativ Classic. Wenn ich jetzt mal hier zusammenlege, was ich denn spielen würde oder vielleicht spielen würde, dann hätten wir sowas hier. Das sieht schon ganz solide aus. Also es könnte eine gute blaue Basis sein. Ja. Schön. Wie gesagt, um ein gutes Deck zu bringen. Aber wir brauchen noch ein bisschen Power Level. Cloudkings hier ist natürlich super, aber der beendet nicht das Spiel. Der ist einfach genau das, was du in Runde 3 machen willst. 2-1er Flieger raus und noch eine Karte nachziehen.
um deine Landdrops zu treffen, um deinen Spielplan weiter voranzubringen, aber er ist nicht alleine dein Spielplan. Von daher, wie gesagt, schauen wir mal weiter. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, aber das ist schon sehr gut. Ich nehme mal gerade wieder die Karten raus, die mich jetzt nicht direkt in die Farbe reinziehen. Und schaue mal weiter. Ja, Noxious Grasp, direkt 2. Also wenn wir gegen Grün und Weiß spielen, super. Einfach nur total krank. Aber wenn wir gegen irgendwelche anderen Decks spielen, macht die Karte überhaupt nichts. Also nicht gerade das, was ich liebe. Sorcerer of the Fang ist ein solider 2-Drop. Aber auch nicht mehr. Also ein solider defensiver 2-Drop. Kann halt nachher noch ein bisschen Schaden machen. Okay. Audacious Thief sieht mir nach einem sehr guten 3-Drop aus. Den mag ich sehr gerne. Card Advantage und man kriegt die Karte auf jeden Fall, wenn er angreift, selbst wenn er dann direkt tot geblockt wird. Ja. Und wenn man mal freie Bahn hat, dann zieht er einem mehrere Karten, dann ist er schon richtig klasse. Barony Vampire, ja, das. Da gibt es ja nicht viel zu sagen. Das ist ein 3-2er. Vampir. Das spielt mit einer anderen Karte eine Rolle, und zwar mit einer Rare oder Mythic ist es auch, Sorin. Also ein Planeswalker, der Vampir-Synergien hat, ansonsten spielt es keine Rolle, ist also auch ein absoluter Füller. Weiter, Gorging Vulture ist auch ein 3-Drop, den ich sehr gerne mag. Soul Salvage ist eine solide Common. Gravedigger ist super gut. Okay, aber das war's dann schon ein bisschen. Wir haben nichts von dem guten schwarzen Removal. Also das hier sieht mir auch nicht so aus, als könnte Schwarz irgendeine wirkliche Rolle spielen. Hat auch nicht genug spielbare Karten damit. Es sei denn, wir gehen auf Three Color, aber das wird schwierig. Okay, in Rot haben wir einen Shock. Shock ist super. Ember Hauler ist super. Packmastiff ist eigentlich wahrscheinlich noch solider, als ich es vorher eingeschätzt habe. Fry wäre auch eine klasse Sideboard-Karte, aber haben wir halt nicht, ne? Destructive Digger ist eine gute, eher Late-Game-orientierte Karte. Bound to Ashes ist ein solider Removal. Goblin Ringleader könnte gut sein, wenn wir genug Goblins haben. Bis jetzt haben wir drei, die wir wirklich gerne spielen wollen. Ripscale Predator ist eine ordentliche, ein ordentlicher Six-Drop. Einfach dann gute Statuswerte und also eine Fähigkeit Menace, die damit sehr gut funktioniert. Dragon Mage sieht super interessant aus. Nur mal kurz zu der Karte. Diesen Effekt, den gibt es ja auch auf einigen Karten. Also es gibt einige Karten, die einfach genau diesen Effekt haben. Und das ist ein bisschen was anderes, weil du ja sehr gezielt dann diesen Effekt einsetzen kannst. Hier ist ein bisschen das Problem. Du möchtest ja zwei Sachen mit ihm machen. Und die könnten, haben eventuell keinen Überhang. Also du kannst entweder, also du möchtest entweder mit einem großen Flieger angreifen oder du möchtest sieben Karten nachziehen. Der Gegner zieht dann auch sieben Karten nach. Der Effekt, mit dem beide Spieler ziehen sieben Karten, ist nur dann gut, wenn du selber weniger Karten hast als der Gegner. Im Prinzip kann man das sehen. Und du da dadurch am meisten Vorteil rausholst. Wenn du deine Hand ausgeleert hast, der Gegner hat noch fünf Karten auf der Hand oder so, dann hast du ja letztlich unterm Strich mehr Karten als der Gegner bekommen dadurch. Der Gegner hat dann zwei Karten gezogen und du hast sieben Karten gezogen. Klasse Sache. Das mag aber nicht zur selben Zeit vorkommen, wie dass du mit deinem 5-5er Flieger angreifen willst. Ne? Also ich hoffe, der Punkt ist so ein bisschen rübergekommen. Also du willst diese beiden Sachen nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt tun. Du möchtest einfach mehr Kontrolle über den zweiten Effekt haben. Aber die Karte sieht total interessant aus. Ich habe Lust, mal mit der zu spielen. Von daher tue ich die gerne mal hier rein. Also unser Rot sieht auch relativ spielbar aus. Goblin Ringleader, Daggerstall Aeronaut, Goblin Smuggler, Spitfire sind wahrscheinlich auch spielbar. Von daher ist das doch mal eine ganz solide Option für uns.
Was haben wir denn in Grün? Heal of the Glade ist unspielbar in meinen Augen. Der Grund dafür ist einfach wieder der Buddy von der Kreatur. 1, 2 ist keine Karte wert und 3 Leben ist keine Karte wert und auch die beiden Sachen zusammen sind noch keine Karte wert, es sei denn, du spielst gegen einen Gegner, der sehr aggressiv ist und viele Kreaturen hat, die vielleicht ein Toughness nur haben. Dann kannst du nämlich traden, dann hast du wieder eine Karte damit gut gemacht. Ansonsten ist er einfach zu klein und zu schlecht. Und das, obwohl es sowohl Live-Gain-Synergien als auch Elemental, also er hat ja den Kreaturentyp Elemental, also als auch Elemental-Synergien gibt. Trotzdem ist die Karte in meinen Augen wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht gut genug. Das Wichtigste, wonach du eigentlich schaust bei deinen Synergien, ist, dass die Karten auch, wenn du deine Synergiekarten nicht ziehst oder deine Payoff-Karten, ne, die dich sozusagen dafür belohnen, jetzt in dem Fall, dass du ein Elemental spielst oder dafür, dass du Leben dazu bekommst. Du willst aber, dass deine Karten auch ohne diese Payoffs was tun. Und da tut Heal of the Glade nicht genug. Deswegen rate ich an dieser Stelle ab von Heal of the Glade. Sedge Scorpion hingegen, das ist ein guter One-Drop. Das ist ein One-Drop, der kann mit 4-Drops, mit 5-Drops, der kann mit allem traden, außer Sachen, die fliegen. Das wird schwierig. Von daher Sedge Scorpion, hey, supi. Ist keine, natürlich kein, keine Karte, die mich in grün zieht, aber ich ziehe sie direkt mal hier rein, nur um direkt mal die Anzahl an Karten in grün, die ich gerne spiele, im Blick zu behalten. Veil of Summer sieht cool aus als eine Sideboard-Karte für Grün, aber naja, hier auch eben nicht ins Main Deck. Growth Cycle. Mann, ich hab's aber auch mit dem TH und so. Growth Cycle ist, ja, okay. Wir haben nur einen davon. Es stimmt schon, wenn du irgendwie drei im Deck hast oder so, die machen sich gegenseitig ein bisschen besser, aber das Problem ist, dass ich sowieso nicht so gerne Combat Tricks spiele, es sei denn, ich bin ein relativ aggressives Deck, was viel Druck ausübt. Dann sind Combat Tricks nämlich häufig wie Removal, weil der Gegner dazu gezwungen ist zu blocken. Ansonsten haben die eben auch ein sehr großes Risiko, dass du dadurch Karten verlierst. Von daher, ja. Jetzt an der Stelle auch nichts, was ich gerne spielen möchte. Ja, Plummet ist eine Sideboard-Karte, aber eventuell, wenn man nicht genug Removal oder Fliegerverteidigung im Main Deck hat, wäre das hier im Sealed auch eine Main Deck-Option. Feral Invocation ist sowas wie ein quasi grüner Removal. Ist halt zum sogenannten Ambushen gedacht. Der Gegner greift an, weil du hast nur einen 2-2er draußen, er hat einen 3-3er, er greift an, du flashst Feral Invocation rein auf deinen Blocker, der ist dann 4-4er und frisst die Kreatur vom Gegner auf. So ist diese Karte gedacht. Ist nur sehr risikoreich, ne? Wenn der Gegner ein Removal hat, einen Schock oder sowas, schießt dann deinen 2-2er ab als Reaktion da drauf, hast du direkt zwei Karten verloren. Also von daher sollte man das nicht genauso wie Removal betrachten. Ich möchte nur eben diesen Vergleich ziehen, um zu sagen, so, das ist sowas wie ein sehr risikoreicher, sehr situativer grüner Removal. So in die Richtung geht das. Ja, Gift of Paradise ist ganz ordentlich zum Fixen. Das Live-Gain spielt eben nicht so häufig eine Rolle. Es gibt nicht so viele Payoffs für Live-Gain. Also es gibt sehr viel Live-Gain auf diversen Karten in Schwarz, Weiß und Grün. Aber es gibt nicht viele Karten, die einen dafür belohnen. Aber wie gesagt, hier ist das Live-Gain ja nicht einfach sozusagen die Hauptdaseinsberechtigung der Karte, sondern ist nur was, was noch so als Bonus obendrauf ist. Du spielst Gift of Paradise, um eine andere Farbe dazu spielen zu können und um mehr Mana zur Verfügung zu haben in der nächsten Runde. Und dass du noch ein bisschen Leben dazu bekommst, wie gesagt, nur ein Bonus. Von daher ist das dann was völlig anderes als bei diesem furchtbaren Elemental hier drüben. Okay. Ja, schauen wir mal nach, ob wir das gebrauchen können.
Pulse of Murasa. Ja, den mag ich gerne. Ist ein Instant erstmal. Was Schönes, was heißt, du kannst vielleicht auch andere Optionen dir auf der Hand halten. Du kannst es auch als Reaktion darauf, dass ein Gegner in seiner Runde irgendwie deine, also nicht als Reaktion darauf, aber ein Gegner zum Beispiel tötet in seiner Runde deine Kreatur. Oder halt dadurch, dass du geblockt hast, sterben welche. Dann kannst du Ende des Zuges sie direkt wieder auf die Hand nehmen. Kriegst 6 Leben dazu. 6 Leben ist auch schon mal nochmal was völlig anderes als 3 Leben. 6 Leben ist schon eine ganze Menge. Dass du ein Land zurückholst, wird vermutlich eher nicht passieren im Limited. Aber hey, wie gesagt, 3 Mana, eine Kreatur, 6 Leben, das ist schon ordentlich. Und das halt, wie gesagt, noch ein Instant ist. Du eventuell noch andere Instant hast, die du stattdessen in der Runde benutzen kannst, wenn die Situation das verlangt. Das macht die Karte schon ganz gut in meinen Augen. Brightwood Tracker. Ist ein, ja, ein bisschen kleine Statuswerte. 2 für 4 für 4 ist etwas wenig. Und die Fähigkeit ist sehr teuer, aber recht gut, da du 4 Karten angucken kannst. Also von daher, die Fähigkeit ist schon fast eine Karte wert sogar. Ja, deswegen muss man schon sagen, das ist schon recht mächtig. Die Mana-Kosten sind ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack. Aber es ist halt, ja, eine absolute Late-Game-Karte. Ne? Die sollte ich erstmal im früheren Spielverlauf verteidigen mit 2-4. 4 ist ein sehr großer Hintern. Und dann für die 6-Mana-Fähigkeit, sobald du deine Hand ausgeleert hast, kannst du wieder schön mit Kreaturen nachladen. Das ist schon ein solides Paket. Ja. Solide spielbar, aber nichts, was mich jetzt in Grün zieht. Mammoth Spider ist auch eine solide Karte. 3-5 sind gute Statuswerte, auch wenn sie 5 Mana kosten. Ich würde lieber 4 dafür bezahlen, aber mit Reach dazu. Ja, das ist gut. Das ist halt auch einfach eine gute Verteidigung gegen Flieger. Da kann kaum ein Flieger durch. Selbst ein paar Rare-Flieger kommen da nicht durch. Empyrean Eagle, ja, ein ganz eindeutiger Flying Build-Around für Blau und Weiß. Wir haben ja schon gesehen, Weiß ist nicht wirklich deep genug. Die Flieger, die wir in Weiß haben, sind, glaube ich, die 1-3er für 3. Das ist nicht wirklich was, was wir haben wollen. Von daher lasse ich Empyrean Eagle mal hier links liegen. Lightning Stormkin ist gut. Also 2 Mana, 2-2 Flying Haste. Das ist schon richtig gut. Es gibt ja in Ravnica für Boros, also für Rot und Weiß, eine Karte, die 3 Mana 2-2 Flying Haste. Und die war ziemlich gut in aggressiven Decks. Also nicht. Ja. Don't sleep on that card. Ja, Lightning Stormkin ist ziemlich gut. Wahrscheinlich sogar, wenn du jetzt nicht super aggressiv bist von deinem Deck her, kann der gut performen. Jungle Hollow, Windscarred Crag als Fixing, Iron Root Warlord. Das ist eine wirklich gute Karte. Der ist wirklich sehr, sehr stark. Alleine ist er ein 3-Mana 1-5er, selbst wenn keine andere Kreatur draußen ist. 3-Mana 1-5, das sind solide defensive Statuswerte. Und dann kann er für 5 Mana noch 1-1er ausspucken. Also, die Karte kann alleine das Spiel gewinnen. Super. Super, super, super. Will ich sehr, sehr gerne spielen. Aber kann sein, dass es schwierig wird. 4 Heartpiercer Bows. Okay, einer ist schon zu viel. Von daher für mich nix. Steel Overseer. Wie gesagt, kleine Mana-Investition von 2 Mana mache ich. Den spiele ich gerne aus und lasse ihn früh aus und lasse ihn über den gesamten Spielverlauf größer werden und größer werden. Ja, und dann, was weiß ich, vielleicht setzt der Gegner irgendwann Removal ein. Das kann sein, aber ich habe immer noch nur 2 Mana für diese Karte bezahlt. Von daher, top-notch in meinen Augen. Diamond Knight etwas schwierig. Schauen wir uns später nochmal an, ob wir den noch gebrauchen können. Pattern Matcher, wenn du sehr viele Doppelte hast.
Dann könnte der gut sein. Ansonsten ja nicht, weil ein 4-Mana-3-3 ja nicht gut ist. Vial of Dragonfire ist auch eher sowas wie ein Notfall-Removal, weil 2 Schaden reicht nicht ganz aus. Ist gegen halt aggressive Decks okay, aber du kannst es ja auch nicht in Runde 2 spielen, sondern in Runde 3 hast dann auch keine Kreatur ausgespielt. Also Vial of Dragonfire ist schon ziemlich meh. Nun gut, also, wie gesagt, ich habe diesen Ironroot Warlord, der mich super, super stark nach Grün-Weiß zieht. Schauen wir uns mal an, ob das eine Möglichkeit wäre. Ich lasse mal gerade das Reduce to Ashes noch drin, weil es halt ein splashbarer Removal ist, vor allem mit dem Windscarred Crag noch am Start. Haben wir in Grün. Ja, Wurtz Claws theoretisch noch spielbar. Gift of Paradise ist okay. Pearl Invocation eventuell spielbar. Der Rest nicht so sehr. Okay, was haben wir hier? Daybreak Chaplain, Fencing Ace, Moment of Heroism, Raise the Alarm, Steadfast Sentry, Zephara. So, da haben wir schon ja, nicht genug Karten und wir müssten noch 4 Karten raufgehen dafür. Müssten dann sowas wie. Wie viele Kreaturen haben wir eigentlich im Moment? Das ist ja schon mal wichtig. 12. Ja, 13, sagen wir mal mit Raise the Alarm. Das sieht alles nicht wirklich genug aus. Ja, haben wir anscheinend schon wieder ein. Ja. Wahrscheinlich wieder ein Sealed, was ein paar spielbare Karten zu wenig hat. Aber schauen wir mal. Also, sowohl Ironroot Warlord als auch Hanged Executioner sind ja splashbar. Naja, gucken wir mal. Wenn wir Grün als Hauptfarbe behalten, oder als eine der Hauptfarben behalten, können wir vielleicht trotzdem, den Warlord und den Executioner noch spielen. Schauen wir mal an, wie grün-blau aussehen würde. Vielleicht noch mal kurz eine, ja, ein, zwei Worte zu Griffin Sentinel und Squad Captain, weil die habe ich ja noch nicht wirklich in den Blick genommen. 1-3 ist etwas schwache Statuswerte für 3 Mana. Die Karte ist, ja, sind eher defensive Statuswerte. Kann halt jede Runde angreifen, aber braucht halt viel zu lange, um das Spiel zu gewinnen. Ist eher eine Füllerkarte und auch da eine, die ich nicht wirklich gerne spiele. Wenn ich Equipment habe, dann wird's gut, weil er eben Evasion hat, weil er fliegen kann. Sowas in die Richtung. Wenn ich ganz, ganz viele Fliegersynergien habe, ganz vielleicht Griffin Sentinel, aber ansonsten keine Option für mich. Squad Captain. Müssen wir mal rechnen, braucht ja mindestens 2 andere Kreaturen auf dem Schlachtfeld, damit sie spielbar wird. Und das kannst du nicht garantieren bei für deine 5-Mana-Karte, weil manchmal sterben Kreaturen, der Gegner hat Removal oder tradet. Ja, das heißt, vielleicht hast du einen 2-Drop, einen 3-Drop und einen 4-Drop zum Beispiel und dann Squad Captain für rauszuhauen, aber. 2 von denen haben getradet oder sind durch ein Removal gestorben oder so und dann hast du ein 5-Mana-3-3 Vigilance und das ist wirklich furchtbar. Von daher, Squad Captain halte ich für ja eher nicht so wert. Du hast halt Möglichkeiten mit zum Beispiel Raise the Alarm ein paar mehr Kreaturen zu machen. Also ich könnte mir durchaus ein grün-weißes Deck vorstellen, was eine gute Kurve hat und viele Karten rausbringt, die mehr als eine Kreatur auf einmal machen, im frühen Spielverlauf, wo Squad Captain dann gut wird. Aber es mir doch ein bisschen zu, ja, unkontrollierbar, sehr unverlässlich. Von daher habe ich meine Zweifel.
Oder sagen wir mal so, die Karte ist halt eben sehr swingy, würde man sagen. Also es auf, kann super riesig werden, ne? Da hast du irgendwie ein 8-8 Vigilance oder sowas für 5. Das ist natürlich total super. Und manchmal hast du ein 3-3er Vigilance für 5 Mana und denkst dir auch, wie furchtbar. Also, und das ist nicht wirklich was, was ich von meiner 5-Mana-Karte will. Von 5 Mana, da muss ich schon mich ein bisschen drauf verlassen können, dass die Karte was tut. Gut. Also, widmen wir uns mal grün-blau an Summon, ist okay. Mod Piranhas sind halt, ja, defensiv. Wir haben nicht so viele Two-Drops, obwohl wir zwei grüne One-Drops haben, die wir auch gerne spielen wollen. Wir haben unsere beiden fantastischen Cloudkings hier. Wir haben Frostlinkses, die völlig in Ordnung sind. Winged Words, Octoprophet, Boreal Elemental. Damit haben wir schon mehr als genug spielbare Karten. Was wäre unser Plan hier? Ja, richtigen Plan haben wir nicht. Und hier fehlt das Power Level wieder. Unsere Power liegt eigentlich nur im Iron Root Warlord. Boreal Elemental kann halt auch noch das Spiel gewinnen. Verse Claw vielleicht. Berg of Holding kann nachher ein bisschen Card Advantage geben. Steel Overseer kann irgendwie irgendwann mal das Spiel gewinnen. Aber das ist doch alles relativ unverlässlich auch wieder. 16 Kreaturen, also das sieht zumindest solide genug aus. Reduce to Ashes müsste ich vielleicht rausnehmen. Aber mir fällt auch gerade auf, wir haben gar keinen Removal, ne? Wow, das ist echt ein Problem. Also ein bisschen Interaktion haben wir ja mit Ansammeln. Wir haben Sash Scorpion. Ja, Feral Invocation, aber puh. Puh, puh, puh. Also überhaupt kein guter Removal hier in dem Sealed Pool. Das wird mal wieder eine Herausforderung werden. Hier haben wir immerhin Amber Hall und Shock, aber die machen jeweils nur 2 Schaden. Reduce to Ashes. Kann auch gut sein, dass wir eh rot spielen sollten. Ich schaue mir mal blau-rot an. Das kam mir nämlich eben auch sinnvoll vor. Vielleicht schauen wir uns gleich auch noch grün-rot an oder so. Aber blau hat ja schon relativ deep ausgesehen. So, mit rot. Dragon Mage, Reduce. Destructive Digger spiele ich gerne. Spitfire vielleicht okay. Packmastiff. Passt nicht super gut mit Mode Piranhas zusammen, aber die müssen wir auch nicht unbedingt spielen. Ember Hall ist gut. Shock ist gut. So haben wir eigentlich schon ein ganz anständiges Paketchen zusammen. 16 Kreaturen. Haben noch diesen Hanged Executioner. Haben jetzt nicht wirklich. Ja, doch. Windscarred Crag haben wir dafür. Das ist schon mal ein Anfang. Der Predator kann gut angreifen. Boreal Elemental kann gut angreifen. Dragonmaid kann gut angreifen. Und hat eine interessante Fähigkeit. Wir haben Steel Overseer. Bag of Holding. Dann wird es schon etwas knapp. Und Frostlings, Mode Piranhas passen nicht wirklich super gut zusammen in ein Deck. Aber wir haben den Lightning Stormkin nicht vergessen. Vielleicht Mode Piranhas noch rausnehmen. Ansummon als Interaktion. Ja, es ist auch ein bisschen fragwürdig, sage ich mal, vom Power Level her. Aber die Interaktion ist da und schon ein gewisses Power Level ist schon am Start. Ich gucke mir noch mal Rot-Grün an. Ob wir damit jetzt was anfangen können. Ja, nehmen wir mal streng genommen die irgendwie noch spielbaren Karten nochmal mit rein. Können ja gleich immer noch cutten. Ja, Gift of Paradise, vielleicht. Pulse of Murasa, Rector Tracker, Mammoth, Spider-Verse-Claw. So, Iron Root Warlord. Das wäre dann
Unser rot-grünes Paket. Joa, hat ein paar große Kreaturen. Da lohnt es sich dann auch schon fast wieder Gift zu spielen. Fix auch noch für den Hanged Executioner. Dann haben wir Hanged Executioner, Reduced to Ashes, Sage Scorpion, Shock, Ember Hauler. Das ist schon eine ganz gute Interaktion. Enchantress Spitfire ist im Wesentlichen ein 1-3er Flieger für 3, was eben nicht gut ist, habe ich eben schon gesagt. Selbst mit Vigilance wäre der nicht besonders gut, aber kann eventuell mal noch ein Spiel stehlen, indem man mit Ember Hauler 2 Schaden dem Gegner ins Gesicht schießt. Spitfire wird dann zum 4-3er, greift dann nochmal für 4 an. Das sind schon 6 Schaden. Schock ins Gesicht. Ja, das ist schon eine Möglichkeit, ein Spiel zu beenden. Wenn auch nicht super. 18 Kreaturen, das ist gut. Ja. Ist das hier unser Deck, frage ich mich jetzt. Vielleicht. Damit haben wir nochmal ein paar Möglichkeiten durchzukommen. Feral Invocation, wie gesagt, spiele ich nicht so super gerne, aber mit so vielen Kreaturen kann das schon ordentlich sein. Eine Karte müssen wir noch rauswerfen. Unsere Kurve ist halt nicht aggressiv, aber zumindest haben wir viele Three-Drops, nicht wie beim letzten Mal, wo die so ungefähr der 4-Drop-Slot aussah und wir auf 3 und 2 fast gar nichts hatten. Ja, es lässt sich gewinnen. Ich guck mal gerade, was Goblin Ringleader so sagt. Goblin Ringleader, 4 Cards, Top 4 Cards. Wie viele Goblins haben wir? 1, 2. Also andere Goblins haben wir. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das wert, ein 4-Mana 2-2er Haste zu spielen? Wahrscheinlich eher nicht. Nehmen wir den raus. Dann gibt sich dieses Bild. Ja, wir haben unsere großen Kreaturen hier. Wir haben unseren Dragon Mage. Wir haben unseren Ironroot Warlord. Ansonsten nicht so viele Möglichkeiten, wirklich zu finishen. Aber das ist in Ordnung. Die Kurve ist okay. Wir haben Möglichkeiten, Value zu holen. Was mit Bag of Holding? Destructive Digger kann im Late Game noch ein bisschen Value besorgen. Das ist okay. Ne? Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, durch unser Deck durchzugehen, außer mit Bag of Holding. Dafür würde sich Blau besser eignen, doch ich denke mal, dass wir hier ein bisschen mehr Punch haben. Die A Interaktion gefällt mir, ist auch ein bisschen besser als das, was Blau zu bieten hat. Ja, mir fehlen halt ein bisschen die Bomben, aber die haben halt generell jetzt hier in diesem Sealpool auch wieder gefehlt. Da kann man nichts machen. Gut, dann ich habe mit Gift of Paradise, Windscourge Crag habe ich 2 Sources für Weiß. Ich würde am liebsten noch 2 haben. Gucken wir mal, wie das aussieht. So, und für Rot. Da hätten wir 40 Karten, 7-mal grün, 8-mal rot, 3-mal weiß und dann noch das Gift of Paradise. Da wir hier den Doppelrot haben, ist das eine Rot vorher auch ein bisschen besser, auch wenn unser Fixing halt auf grün ist und unser Sage Scorpion auf 1 ist, aber der muss halt auch nicht in Runde 1 rauskommen, um gut zu sein. Ja, das gefällt mir. Das können wir so machen. Na dann, mal auf in das nächste Game. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen in der ersten Runde. Und hier haben wir eine schöne Hand, die wir direkt behalten. Wir haben zwar nur 3 Drops, aber darunter ist eine unserer stärksten Karten, Ironroot Warlord. Ich sag mal schnell nett Hallo. Ja, und ich denke mal,
Wir versuchen erstmal ein bisschen die Interaktion und die vor allem den Removal vom Gegner zu ziehen mit unseren anderen Karten. Spielen also Destructive Digger vermutlich in Runde 3 aus. Und Ironroot Warlord, so der Plan, soll uns dann ja langfristig das Spiel gewinnen. Obwohl, wenn der Gegner blau und grün hat, hat er wohl nicht so viele Möglichkeiten, dieser Kreatur fertig zu werden. Und Destructive Digger kann Brainbone Cutthroat nicht besonders profitabel blocken. Von daher nehme ich den dann doch mal raus. Oha. Okay, der Gegner versucht es in der Luft. Wir hätten gerne mal demnächst unsere Mammoth Spider. Für jetzt, denke ich mal, können wir den Aeronaut ausspielen, um wenigstens ein bisschen zurück anzugreifen. Aber nicht mit dem Warlord. Der muss hier die Kreaturen am Boden zurückhalten. Denn mit zwei Toughness kann der Aeronaut das hier nicht. Okay, noch mehr Flieger. Das wird auf jeden Fall hart für uns. Uns fehlen auch unsere 2 Damage Removal, unsere Mammoth Spider. Das wären alles Sachen, die wir hier jetzt extrem gut gebrauchen könnten. Hier nochmal ein bisschen Leben dazu. Angriff mit dem Degassail Aeronaut. In der Hoffnung, dass der Gegner blockt mit seinem Boreal Elemental und wir tun einfach mal so, als hätten wir uns da vertan. Hoffen jetzt auch, dass der Gegner keine Interaktion hat. Als letzte Karte, was er natürlich tut. Okay, können wir das hier überleben? Also, wenn ich mal ganz kurz reflektiere, vielleicht ist der Eindruck bei mir auch nur gerade da, weil ich schon wieder hier von diesen Fliegern hier zermalmt werde. Aber kann es sein, dass wir jedes Mal irgendwie gegen Flieger verloren haben, als wir hier gespielt haben? Also auch beim letzten Sealed. Vielleicht ist ja Plummet doch eine Karte, die man mainboarden sollte, zumindest im Sealed. Naja. Hier kann ich nicht wirklich was tun. Wahrscheinlich kann ich überhaupt nichts mehr tun, sondern bin einfach tot. Aber man kann es ja nochmal versuchen, würde ich sagen. Zweimal Destructive Digger vielleicht raus. Ja, ist okay. Ach, schade, hätte der Gegner jetzt nicht genau dieses Unsummon als letzte Karte gehabt, hätten wir wahrscheinlich noch eine Chance gehabt. Ja, eigentlich müssen wir angreifen, sonst bringt das hier auch nichts mehr. Also, wie gesagt, wir sind so oder so tot, aber ziemlich wahrscheinlich. Ja. Gegner hat auch völlig vernünftigerweise seine Interaktion so lange wie möglich auf der Hand behalten, bis es. Also, Unsummon ist natürlich dann gut, wenn es dir eben eine ganze Karte auch an Value gibt. Das hat der Gegner hier völlig richtig und gut eingesetzt. Bis zum letzten Moment aufgehoben. Hat ja es ja auch nochmal provoziert, dadurch, dass er den Boreal
Ah ne, den hatte er dann erst ausgespielt. So, Hanged Executioner kann ich ausspielen und trotzdem nicht am Leben bleiben. Wenn ich noch ein Mana mehr hätte, könnte ich ihn ausspielen, könnte zwei Flieger blocken und den einen abschießen. Könnte so eine Runde am Leben bleiben, aber so reicht das nicht. Also gebe ich dem Gegner ein Good Game und gebe mich geschlagen. Und ja, jetzt schaue ich mir doch mal an, ob ich mir nicht doch mal vielleicht so ein Plummet reinstecke. Was könnten wir denn dafür rausnehmen? Vielleicht das Spitfire. Brauchen wir nicht wirklich, aber der kann ja theoretisch auch noch mal ein bisschen verteidigen, auch gegen die kleineren Flieger. Wir sind gar nicht so schlecht gegen die aufgestellt eigentlich. Na, wir haben eben das Spitfire, wir haben den Executioner, wir haben die Spider, Reduced to Ashes, wir haben Dragon Mage. Das ist eigentlich in Ordnung. Und natürlich Ember, Hauler und Shock. Ist eigentlich in Ordnung. Ja? Ja, spiel doch mal so weiter. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So, nächste Runde. Wir haben 2-Drop, 3-Drop. Unser Feral Invocation und unsere Splash-Karte für später. Das sieht doch sehr ordentlich aus. Die behalten wir. Sagen nett Hallo. Sash Scorpion wird auf jeden Fall was gegen uns tun. Von daher werden wir dann vermutlich einfach das Pack Mastiff gegen den traden. Da lässt sich nicht viel machen. Können natürlich alternativ auch Ember Hauler traden, aber. Oder unseren eigenen Sash Scorpion. Grün-Weiß tendiert er eher dazu, ein bisschen halt Go White zu gehen. Von daher haue ich lieber das Pack Mastiff raus. Auch eingedenk der Tatsache, dass wir nächste Runde Ember Hauler und Sage Scorpion zusammen ausspielen können. Ja, wie gesagt, hier wäre der Sage Scorpion ja nicht so toll. Könnte halt den vom Gegner blocken, aber keinen von diesen 1-1ern aufhalten. Ja, wie gesagt, der Sage Scorpion wird nicht weniger machen. Ich nehme den Trade jetzt lieber früher als später an. Gut. Könnte jetzt schon den Hanged Executioner ausspielen. Zwei Schaden nehmen wäre jetzt wirklich kein Problem. Destructive Digger wäre auch okay, aber ich denke mal, am besten sind wir beraten, wenn wir Ember Hauler und Sedge Scorpion ausspielen. Klar, der Sedge Scorpion tut hier jetzt eben nicht so viel gegen die beiden 1-1er, habe ich ja schon gesagt, aber. So konnte ich direkt zwei Karten ausspielen. Oh nein, Moldavine Reclamation. Das ist ja furchtbar. Gut. Wow. Jeweils eine Karte und ein Leben für die Soldiers. Ja, gut. Das ist ja wirklich sehr, sehr schlechte Nachricht. Für uns heißt das also, Hanged Executioner raus. Wir versuchen, den Gegner in der Luft anzugreifen. Das ist halt eindeutig mein Plan hier. Den Boden halte ich zurück. Wenn der Gegner schon Karten ziehen will, dann muss er hier angreifen in unseren 2-2er. Wir haben den übrigens noch offen mit einem Mana. Ja. Der wird abgeschossen, das ist klar. Gibt den Gegner auch wieder Karten und Leben dazu. Aber Moldavine Reclamation ist eben super, wenn du nicht gerade selber unter Druck stehst. Ja, und eben wir versuchen den Gegner jetzt nun mal unter Druck zu setzen. Gift of Paradise bringt uns leider nicht so viel, weil wir dann sonst keine von unseren Karten ausspielen können. Pulse of Narrasa ist super mit Hanged Executioner, fällt mir gerade auf.
Wir versuchen so, das Value rauszuholen. Und jetzt müssen wir eine Kreatur mit zwei Toughness ausspielen. Obwohl, wir können eigentlich auch mit Zed Scorpion angreifen. Wenn der Gegner nämlich hier wagen sollte zu traden, haben wir einen Feral Invocation draußen. Obwohl, er wird nur mit einer Kreatur rauskommen. Obwohl, das nicht das Schlimmste. Aber ich setze es lieber später als früher ein. Gegner halt immer noch eine Karte zieht und ein Leben dazu bekommt, was ja nicht unbedingt das ist, was wir wollen. Wir wollen den Gegner höchstens dazu zwingen, wenigstens einen Soldier wegzuwerfen. Ja. Okay. Ja, Feral Invocation könnten wir auf den Flieger spielen, um ein bisschen den Druck zu erhöhen. Ich denke mal, dass ich das für vernünftig halte. Wir müssen hier einfach ein bisschen Druck aufbauen. Und die Verteidigung des Gegners in der Luft abschießen mit dem Executioner. Das hat ja schon mal nicht so gut funktioniert. Hier noch was Sinnvolles zu tun, nicht wirklich. Könnten hier ein Land opfern. Um noch eine Karte zu ziehen. Ist ein Forest, aber okay. Ja, das sieht schlecht aus. Also wie gesagt, der Gegner ist noch auf 22 Lebenspunkten. Wir haben es nicht geschafft, ihn hier in der Luft unter Druck zu setzen. Gut. Okay, Dragon Mage könnte helfen. Dragon Mage könnte helfen. Wir hoffen, dass wenn der Gegner Removal hält, dass es nicht noch Pacifism ist. Das ist in dem Fall sogar echt anständig, da wir ja weniger Karten haben als der Gegner. Okay, Loxodon Life Chanter ist gut, aber nicht gegen Sage Scorpion. Okay, boah, Meteor Golem erledigt die Angelegenheit dann. Oh, doch nicht ganz. Okay. Okay, dann Reduce to Ashes könnte auch noch gut für uns sein. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7 Mana zur Verfügung. Das reicht für die Fähigkeit von ihm oder für die Fähigkeit von ihm und Pulse. Also sehe ich auch keine Notwendigkeit, jetzt hier schnell aktiv zu werden. Okay. Destructive Digger auf Meteor Golem ist auch okay für uns, wo der Gegner halt zwei Karten dann nachzieht. Vielleicht nehmen wir erstmal noch die drei.
Aber Seth Scorpion of Brightwood Tracker ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir müssen dann den Live-Chanter halt mit dem Executioner loswerden, aber das ist auch okay. Gesagt, da wir ja vorhaben, mit unserem Dragon Mage Karten nachzuziehen, stört uns das jetzt gar nicht mal so sehr, dass der Gegner hier noch Karten zieht. Aber er hat noch mehr Bomben. Cavalier of Dawn. Gucken wir mal, was der hier zerstören möchte. Wahrscheinlich einen von seinen Soldiers. Okay. Yay. Ja, das ist uns zumindest mal egal. Also, Hanged Executioner kostet 4 und Pulse of Murasa 2. Gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass das reicht. Den Luxellen Life Chanter, der hat leider 6 Toughness. Den werden wir irgendwie anders loswerden müssen. Das war jetzt furchtbar. Noch ein guter Removal vom Gegner und dann noch diese andere Bombe hinterher. Das wird uns vermutlich jetzt den Rest geben. Also, wir haben doch, waren doch ein wenig auf diesen, ja, auf diesen Dragon Mage angewiesen, um hier noch gewinnen zu können. Ach, stimmt, der ist jetzt unten drunter. Ja. Noch ein Destructive Digger, okay. Immerhin. Haben dann noch 5 Mana, um was abzuschießen, aber es reicht halt alles nicht für den Life-Chanter, der plus 23, plus 23 nächste Runde bekommt, den wir Chump blocken müssen. Wir können hier irgendwas anderes exilen. Wir können Chump-Angriff mit dem Destructive Digger hier machen. Vielleicht müssen wir das sogar tun. Hoffen, dass der Gegner, ja, das nicht nimmt. Okay, haben wir noch irgendeine andere Chance, den loszuwerden, ist die Frage. Ich denke nicht. Da hätten wir vielleicht den Hanged Executioner nochmal. Ah ne, den müssen wir exilen dafür, ja. Gut, das konnten wir eh nicht tun. Pulse of Murasa, sonst was. Ja, dann sind wir jetzt wahrscheinlich einfach Toast. Aber gut, immerhin war das hier mal ein bisschen längeres Spiel, ein bisschen, ja, ein paar mehr Entscheidungen zu treffen. Aber hey, gut, der Gegner hat uns irgendwie mit 5 Bomben oder so geschlagen. Oder quasi Bomben. Da konnte unser Deck halt auch einfach nicht mithalten. Von daher, alles in Ordnung. Wir sind ja noch am Lernen. Ist erstmal gut zuhören und lernen, schön langsam alles in sich aufsaugen und dann irgendwann beherrscht man das Format und dann macht man sie alle fertig im Draft. Das ist unser Plan. Und ein schwacher Trost, aber. Vielleicht ist es ein kleiner Trost. Also dann gleich bis zur nächsten Runde. Wollen wir hoffen, dass es nicht wieder die letzte ist. Und dann sehen wir uns gleich. So, herzlich willkommen zur nächsten Runde. Die Hand hier ist etwas problematisch zu halten. Mit einem Weiß können wir den Warlord ausspielen. Mit einem Rot können wir den Digger ausspielen.
Aber Pulse of Mirasa alleine können wir nicht spielen. Von daher tut die Hand hier nichts, es sei denn, wir ziehen ein andersfarbiges Land nach. Oder ein Set Scorpion oder so. Hat an der Grenze. Aber ich denke mal, hier sollte man einen Mulligan nehmen. Das sieht doch viel besser aus. Hier behalten wir die 6 und legen Wurstclaw, unsere teuerste Karte, unten drunter. Steel Overseer in Runde 2 gefällt mir schon mal sehr gut. Nett Hallo sagen. Käffchen. Oh. Und wenn der Gegner einen Schock hat, dann hat er einen Schock. Das wäre ja auch zu viel verlangt gewesen, einmal mit dem zu enttappen, ha? Oder zweimal. So, da wir unseren Landdrop schon gemacht haben, und wenn wir zwei Mana einsetzen für die Loot-Fähigkeit sowieso nicht nochmal was ausspielen können, warten wir jetzt bis zum Ende der Runde vom Gegner, um die Fähigkeit einzusetzen, damit wir eher wissen, was wir denn ausspielen wollen nächste Runde. Okay, Ancestral Blade ist ziemlich gut. Ja. Discard a card. Dagger Sail Aeronaut sieht hier nicht besonders gut aus. So, mit dem vierten Land können wir nämlich jetzt hier den Brightwood Tracker ausspielen. Der dann ganz hervorragend verteidigen kann gegen diesen kleinen 2-2er. Wie gesagt, dicker Hintern. Mit einem weiteren Land, die Mammoth Spider. Dann haben wir zwei sehr defensive Kreaturen draußen. Aber können dann eventuell mit unserem Destructive Digger und Bag of Holding uns weiter Value verschaffen. Durchs Deck durchkommen. Jo, das ist der Plan. Mammoth Spider raus. Kein Angriff. Ja, jetzt haben wir fast unsere ganzen Value-Karten online. Eben Digger, Brightwood Tracker mit seiner Fähigkeit, Bag of Holding. Haben stabilisiert. Das sieht gut aus. Ich meine, natürlich auf der anderen Seite mit einem Removal Spell kommt der Gegner hier schon sehr gut durch. Aber zumindest kann weder der Protector noch der Dawning Angel mit dem Ancestral Blade durchkommen. Der Gegner überprüft jetzt, ob ich mir bewusst bin, dass Mammoth Spider Reach hat. Das tut sie. Gut, ich kann mit nach dem Loot immer noch den Digger ausspielen. Deswegen gefällt mir das gut. Steel Overseer könnte ich mit Pulse auch wiederholen. Das wäre ja eine Möglichkeit, so um langfristig eben zu gewinnen. Der Destructive Digger macht hier draußen auch nicht viel. Von daher kommt mir das wie gar keine so schlechte Idee vor, hier den Pulse offen zu lassen. Falls der Gegner nichts Besonderes tut, kann ich den Steel Overseer wiederholen. Falls der Gegner versucht, meine Spider zu töten oder sie tötet, kann ich die wiederholen. Das hat er schon letzte Runde
versucht und das hat nicht gut geklappt. Jetzt ist etwas riskant, ne? Weil der gehen dann jetzt drei Flieger draußen, wenn der eine Möglichkeit, sobald er eine Möglichkeit findet, Mammoth Spider loszuwerden, bin ich so gut wie Toast. Von daher könnte es gut sein, Pulse of Mirasa eben für die Spider auf der Hand zu halten. Aber immer drei Mana offen lassen ist heute auch heavy. Und ich könnte halt auch versuchen, den Steel Overseer online zu bekommen, um den immer größer werden zu lassen, dann irgendwann selber angreifen zu können. Aber wie gesagt, bisschen riskant, einfach dadurch, dass Mammoth Spider die einzige ist, die mich hier vor der Aggression vom Gegner bewahrt. Von einem Dragon Mage bewahrt mich überhaupt nicht. Aber hey, ein paar neue Karten ziehen, habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ich kann ja auch irgendwann meinen eigenen Dragon Mage ausspielen. Chantress Spitfire. Ist auch nicht wirklich extra Verteidigung gegen die Flieger vom Gegner, aber wäre halt mal ein Chump-Block oder so vielleicht wert. Set Scorpion macht hier nicht besonders viel, aber könnte halt für einen Schadenspunkt mal reinkommen. Ja, ich denke mal. Wir gehen hier aus Value, werden den Mountain los. So, und dann schauen wir mal, was wir gleich ziehen, wenn der Gegner uns angreift. Vielleicht sehen wir unseren eigenen Dragon Mage. 25 zu 24 Karten. Wir decken also zuerst. Und wir haben keinen Kaffee mehr. Oh je. Gegner überlegt sich vielleicht gerade, dass er besser die Karten auf seiner Hand ausspielt, bevor er mit Dragon Mage angreift. Okay, ja, gut, der ist ja jetzt natürlich groß, ne? Kein Angriff. Okay, das überrascht mich etwas, aber warum nicht? Meine, der Gegner ist jetzt eindeutig sehr weit vorne auf dem Board, hat Dragon Mage und Squad Captain, damit in der Luft und am Boden jeweils eine Kreatur, die größer ist als meine. Kann ich immerhin wiederholen. Ich möchte ja irgendwann meine
meine Dragon Mages ausspielen, mein Dragon Mage auch. Deswegen habe ich hier das Land jetzt mal ausgespielt, anstatt es wegzuwerfen. Sash Scorpion ist gut gegen den Squad Captain, also brauchen wir im Moment nur vor der Luft Angst zu haben. Steel Overseer wird auch irgendwann gigantisch, aber das wird natürlich noch einige Runden dauern. Sehr wahrscheinlich ist das Spiel bis dahin vorbei. Joa. Joa, jetzt hat der Gegner einen sehr guten Angriff. Jetzt werden wir noch nicht sterben, aber dass unser Sash Scorpion hier gestorben ist, ist schon übel. Destructive Digger ist absolut kein Untergang, aber diesen Death Toucher haben wir gegen den gigantischen Captain gebraucht. Steel Overseer überlebt wegen seiner Tapfähigkeit. Aber vermutlich werden wir jetzt auch keine guten Doppelblocks machen können. Wegen den zwei Schaden, die schon drauf sind. Genau so etwas. Aber hier können wir zumindest den Griffin Protector auffuttern. Dann kommen noch 12 Schaden hier durch. Neunzehn mit dem Squad Captain. Wäre ein Chump-Block hier angemessen. Ich glaube, die Karten können wir echt gut gebrauchen. Da wir onboard hier am Verlieren sind. Da sollten wir den Dragon Mage nicht jumpen, sondern den Squad Captain. Ah, toll. Da hat der Gegner auch nochmal genau die richtige Karte gehabt. Ich denke nicht, dass wir hier Karten haben, die uns nochmal, erst recht nicht auf unsere Hand, die uns hier nochmal zurückkommen lassen. Das heißt, es war's wohl schon wieder, meine lieben Freunde. Das war mal wieder ein schneller Tod, der uns ereilt hat. Aber was will man machen? Eben unsere andere Möglichkeit wäre gewesen, so Blau als Hauptfarbe zu nehmen und damit zu versuchen, was zu reißen. Dann hätten wir selber ein paar Flieger gehabt. Das schien manchmal wirklich ganz gut zu sein. Also, Evasion hat ja bis jetzt wirklich in fast jedem Match, was ich gespielt habe, sehr, sehr, sehr gut performt. Wir schienen aber auch ein bisschen Pech gehabt zu haben, was die Karten anging, da wir ja schon immer auch Karten im Deck hatten, die gegen Evasion helfen. Oder geholfen hätten. Ja, ich bin längst tot in der Luft. Schon klar. Naja, wenigstens mal ein. Lass mal kurz nochmal checken. 11 Schaden, 13 Schaden, 16 Schaden, wir sind tot. Wenigstens der mal nicht selber mit dem Good Game kommt, sondern die Etikette beachtet. Und ja, gut. Also richtig harte Fehler kann ich bei mir bis jetzt eigentlich, fällt es mir schwer zu identifizieren. Beim letzten Deck war es, denke ich mal, schon die höhere Mana-Kurve. Ich wollte aber gerne diese
Zombies ausprobieren mal. Es war in Ordnung und wir hatten theoretisch genug Value, um nachher zu gewinnen. Unser Fehler ist vielleicht, so viele Gems in Sealed reinzustecken, was so swingy ist, wo wir sowieso lieber Draft spielen, aber naja, alles in Ordnung. Also, ja, was versuchen wir uns jetzt mitzunehmen für dann den kommenden Draft aus diesem Sealed hier? Pulse of Mirage sah ziemlich gut aus, fand ich. Ich meine, ich habe trotzdem verloren, aber das hat mich doch jedes Mal irgendwie schon beeindruckt. Fliegen sieht super aus. Bis jetzt in jedem Spiel gut performt, beziehungsweise jedes Spiel relativ schnell entschieden. Squad Captain ist ein guter Late Game Top Deck. Ich denke mal, haben häufiger schon Board States gesehen, die relativ stalematig aussahen, also wo sich viele Kreaturen gegenübergestanden haben. Zwei Mana Removal, nicht zwei Mana, zwei Schaden Removal reicht häufig nicht. Ansonsten, ja, ich würde sagen, Evasion ist King. Das ist häufig so, dass Fliegen doch auch sehr, sehr gut performt im Limited. Aber sah mir bis jetzt wirklich super, super gut aus. Hier wären wir ja längst tot gewesen ohne unsere Spider. Zum Beispiel. Und ja. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Wir hatten jetzt wirklich sehr schlechten Sealed-Pool vom Removal her gesehen. Von den Kreaturen her war es okay. Aber die richtigen Bomben haben halt auch gefehlt. Ja, ich denke mal, wir haben das Beste draus gemacht. Und wenn das Beste drei Losses sind, dann ist das halt so. Auch zweimal hintereinander. Wie gesagt, erstmal langsam sich rantasten, langsam lernen. Und irgendwann kann man dann die Früchte seiner Arbeit ernten. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.